Yo, yo, schönen guten Tag. Wie geht's euch so? Ich hoffe natürlich gut. Ich war die Tage mal wieder so im Internet unterwegs und ich glaube, ich habe den glücklichsten Hamster der Welt gefunden. Der lebt wirklich das Leben, so soll es sein. Ich hoffe, ihr lebt auch das Leben, so wie es sein soll. Dazu gehört auch regelmäßiger Sport. Eigentlich jeden Tag ein bisschen Sport machen ist Pflicht. Nehmt euch ein Beispiel an diesem Opa. Schaut mal, der zieht das Ding sogar durch, während die Schüler eine Arbeit schreiben. Macher. Die ganze Klasse auch einfach komplett am Lachen. Aber trotzdem, Respekt der Hustle von dem Opa. Er nutzt direkt die Gelegenheit aus, um sich fit zu halten. Weiter so. Und wisst ihr, wofür diese Jungs hier die Gelegenheit ausnutzen, dass sie Essen bestellt haben? Natürlich, um zu trollen. Guckt doch mal bitte schon alleine, wie die dort stehen. Der eine ist einfach zum Hund geworden und die anderen sind jetzt komplett in ihrem Wächterfilm. Was muss sich der Lieferant gedacht haben? Der hat am Abend noch Albträume bekommen, so sehr haben die ihn getrollt. Der Typ als Hund ist auch komplett in seiner Rolle, ne? Schön, wie er auch am Bellen ist. Wäre ich der Lieferant, ich hätte danach Trauma und hätte direkt gekündigt. Scheiß auf alles. Kein Bock auf so eine abgefuckte Scheiße jetzt hier. Was macht denn der DJ jetzt da? Das Kind hat aber wirklich gutes Taktgefühl gehabt, muss ich sagen. Ey, guck doch mal, die haben auch schon gar keinen Bock mehr. Das war das einzige Dorffestival im Jahr und es gab ausgerechnet nur diesen einen DJ, der Zeit hatte und kostenlos war. Sehr starke Performance. Spaß, das war absolut beschissen. Die armen Dorfbewohner wurden komplett auseinandergenommen. Der Abend war bestimmt richtig Müll mit diesem DJ. Falls ihr euch noch erinnert an diesen Typen, der Leuten sagt, dass er ein Friseur ist, aber in Wirklichkeit keiner ist, er hat wieder zugeschlagen. Part 7 and telling people I'm a barber when I'm not. We got a next client over here. What's your name, bro? Birdman, I'm gonna get you right, bro. Birdman, Bruder Birdman, du wirst heute eine sehr nice Frisur bekommen. Trip this off for me. Alright. You know what you're going on. Yeah, hell yeah, you know. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What? Birdman ist am Drippen, ich sag euch ehrlich, kommt sehr krass. Got my boy Birdman surfing. Got him looking right. Check it out, man. How you like it? What the f, man? You f me up, man. No, that's not bad, bro. Cut this shit off, man. No, hell no. Yeah, natürlich hat dich f ab. Aber ich weiß ganz genau, dass der Bray das nicht weggemacht hat und Birdman wirklich so rumgelaufen ist für Wochen. Aber kommt trotzdem sehr gefährlich. Geile Waves und alles. Und auch der Haaransatz. Holy. Real or Cake. Okay, das ist safe sowas, wo die Kuchen richtig realistisch aussehen. Deswegen sag ich jetzt hier Cake. Was ist das denn? Bruder, ich dachte, das wird jetzt so richtig schwer und die Kuchen sehen halt auch echt aus. Aber ja, ich sag hier mal Kuchen. Okay, jetzt sage ich real. Ey, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn? Ja, also ich würde sagen, das ist auch wieder Kuchen. Ey, was ist das? Nee. Ach was, das ist Kuchen? Wirklich? Unglaublich? Hätte ich ja gar nicht gesehen. Who is at fault? I am the Ferrari. Okay, wir schauen mal rein.
Ja, ich glaube, der Blaue war schuld tatsächlich an dieser Stelle. Das wäre auch übrigens mein bevorzugter Weg, um erster Platz zu werden. Ich bin auf dieses Video auf Instagram gestoßen und erstmal, wer macht sowas mit sich? Was sind das für Haare? Was sind das für Augenbrauen? Und was sind das für Lippen? Naja, und ich habe dann einfach mal die Instagram-Kommentare aufgemacht. 1:1 wirklich, genau gleich. See no difference. Wusstet ihr, dass Chips-Tüten im Flugzeug so aufblähen wegen dem Luftdruck oder so? Guckt mal bitte, wie fett diese Doritos-Tüte ist. Die ist kurz vorm Platzen. Ja, ups. Perfekt. Er kam einfach von einem geilen Snack im Flugzeug zu einer Schicht zum Bodenputzen. Checkt mal ab, wie wenig Doritos da auch drin waren. Inflation hättet echt anders. 99% Luft, 1% Chips. Und wisst ihr, wer 99% Luft gut gebrauchen könnte? Der Bree schwebt ja gerade voll auf Wolke 7. Ja, warm, warm. Komm schon, du hast es gleich. Er hat schon aufgegeben, perfekt. Er fleht gerade innerlich um eine zweite Chance im Leben. Der passt doch gleich out. Wie viele Wochen, denkt ihr, hat er noch gebraucht, um seinen Löffel anzuheben? Könnt ihr euch noch an diesen Roblox-Streamer erinnern? So, voll der eklige und schmierige Typ. Er hat jetzt sein erstes Date und macht sich dafür ein bisschen ready. I'm getting ready for my first ever date. Get ready with me, guys. After playing with my favorite little roach, I call her Maeve. What the f***? Wie lebst du denn das fucking Kakerlaken in dein Zimmer sind? She's Queen Maeve. She's also pregnant too. So I'm taking good care of her, making sure she's fed. Das ist dein Haustier. Ey, bitte, wo bin ich hier gelandet? I head over to my local Walgreens, cause I gotta get me a new toothbrush. This thing was $70. I used my mom's credit card, but... Immerhin eine gute Zahnbürste. Hygiene's important, guys. I like to brush once a week because of how many chemicals it has, but I made an exception for this girl. Ja, Hygiene ist wirklich wichtig, aber wie kannst du das sagen, während du verfickte Kakerlaken in deinem Zimmer hast? Aber nice, dass du für dein Date dir extra mal die Zähne putzt. Wow, wer die Glückliche wohl sein muss. And look what I found. I found another roach. It's so much fun, they're like Pokemon. Also, I need a new creamer for my coffee that doesn't mold as quickly, because it molds too fast. I can't save it for later and continue drinking it. So, stick on my Velcro shoes. Ohne Socken, dein Ernst? Bruder, wie kannst du überall reinschießen? Because tying laces is kind of hard, I never really learned. So I just use Velcro shoes, they're much easier. Er trägt einfach Schuhe mit Glättverschluss, ey, ich kann das alles nicht mehr. I can't wait to bring this girl home. I'm gonna put her on that chair, we're gonna play some League of Legends together. It's gonna be so much fun. Wish me luck on my date, guys. Good luck. Ja, wie kann sie dir nur widerstehen, hä? Huh? Ich hoffe wirklich, es funkt nicht zwischen euch, damit sie deine Wohnung einfach nicht sehen muss. Tu ihr das bitte nicht an. Trying to clean the fish tank at 4 a.m. Okay, dann zeig mal her, wie du den Fish Tank cleanst um 4 a.m. Hey, Archibald, come here. Oh, I almost got him. Come here, come here. Fuck. I got him. Oh, he went through the hole. Oha, der wurde einfach gepackt, ohne groß rumzudiskutieren vorher. Caroline, I'm gonna cry. Please do not. Ach du heilige Scheiße. Rest in peace an diesen kleinen Kollegen. Er hat doch nichts getan, Mann. Vor 5 Sekunden hat er noch ganz entspannt in diesem Becher gechillt. Und naja, jetzt... Vape? No, Chihuahua. Warum ist dieser Hund so aggressiv? Was soll das? I love you. Ich hätte Angst mit so einem Dämon als Hund. Der sieht so aus, als würde er mich mitten in der Nacht einfach ohne Grund aufschlitzen mit seinen kleinen Zähnen. Die nehmen das beide echt ein bisschen zu ernst. Was geht denn da ab?
Das ist doch wirklich eine Simulation. Wir leben offiziell in einer Simulation. Und weißt du, was du tun musst, um aus dieser Simulation auszubrechen? Du musst einfach nur dieses Video liken. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Peace.